So Leute, Ebene 3. Hier gibt es ganz viele Kristalle und generell so Zeugs, um eben die Waffen und die Ausrüstung ein bisschen aufzubessern. Nicht für eine Person speziell, sondern generell diese ganzen Kristallteile hier. Also hier ist, glaube ich, nichts, was man besonders beachten müsste, dass man es unbedingt einsammelt. Die Feinde hier sind überall diese Kristalle, zeige ich euch mal. Die hier, seht ihr mal einen Kampf mit denen. Ich kämpfe mit Malik momentan, weil ich irgendwie wieder Bock auf Captain Malik hatte. Wir haben sehr lange nicht mit Captain Malik gekämpft. Irgendwie war ich die ganze Zeit nur mit Erspe und Pascal unterwegs, damit sie Items klauen. Und mit Hubert, weil Hubert einfach mein Liebling ist in diesem Spiel, dann doch so vom Kämpfen her. Aber dann dachte ich mir so, och, Kristalle mit Elementschwächen. Nö, kann man mal wieder ein bisschen, okay, Zauber raushauen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn die Feinde gerade direkt neben einem stehen. Das ist dann nicht ganz so toll. Aber ansonsten ist es doch ganz toll, hier mal wieder als Captain Malik zu kämpfen, nicht wahr? Und was richtig toll ist, mit unserem Reisomelett zusammen bringt hier einfach mal jeder Kampf, es sind immer nur zwei Kristalle pro Kampf, 100.000 Erfahrungspunkte, Leute. 100.000 Erfahrungspunkte! What? Welches Level haben wir jetzt? 84 schon. 100.000 Erfahrungspunkte! Wow! Who are you? My name is Amber Hearts. Were you brought here as well? Not exactly. Oh, excuse me. I haven't eaten anything since I came here. You must be starving. Can we get you something to eat? You seem awfully nice. You say that like it's strange, Sharia. I can really have whatever I want? Sure. Do you have any cucumbers? I have plenty of miso, but what I really need are cucumbers. No, sorry. I don't think we have that. What about flying squid? No, we don't have that either. Oh. Well, I suppose that's not your fault. So what are you doing here? I lost a memento of someone important to me while I was on a spear maze. I was looking and looking for it when suddenly a giant light shined. Then I found myself here. A memento? Yes, I was going to return as soon as I found it, but... Asbel, shouldn't we, you know, take care of business? I know, I know. See, we're trying to meet someone called Solomus. And so... Oh, I see. That means you have to fight me. Okay then, here I come. So, wir kämpfen hier gegen Kuaku oder Amber, je nach Lokalisierung, aus Tales of Hearts. Hier bekommt man auch ihre Magic Karte, wenn man Glück hat. Und Volteca, wenn man Glück hat. So, schauen wir mal. Okidoki. Wir haben alle den Tempo-Modus voll. Ja dann, ne? Hauen wir doch mal raus. Hauen wir doch mal raus auf das arme Mädchen drauf hier. Haben wir lange nicht gesehen, ne? Ach, Malik ist so cool. Malik ist so cool, Mann. Ich muss einfach mit ihm kämpfen. Definitiv. Definitiv brauchen wir mehr Malik im Team. Ich habe halt meistens nur Malik oder Pascal drin, weil für mich das die beiden Magier sind. Ich generell, weil ich immer nur einen Magier in meinem Team habe. Und Pascal muss dann noch Items klauen. Deswegen hat Malik so ein bisschen Dauerpause aktuell. Aber jetzt hier drin. Wenn ich jetzt eh schon, also für euch ist es ein super kurzer Part nur, ne? Aber ich sitze hier gefühlt den ganzen Tag. Ich kenne mal diese Dungeons, da brauche ich ein bisschen Abwechslung in meiner Party hier. So. Au, 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 au. Apropos Abwechslung in meiner Party, ich habe Sharia gar nicht dabei. Das ist schlecht. Sharia ist mein Bosskampfheiler. Sophie, du musst das hinkriegen ohne Sharia. Okay, kriegst du. Ich kann auch einfach einen Tempo-Modus rausholen, aber habe ich ihn ja nicht, wahr? Den wir eigentlich offiziell zu diesem Zeitpunkt gespielt immer noch nicht haben, weil den bekommen wir erst dem.
Au. Den bekommen wir erst in dem Story-Abschnitt, den wir jetzt noch gar nicht gespielt haben, der quasi nach der Hauptstory spielt. Da kriegt man erst den Tempo-Modus dann. Aber egal, wir haben ihn, deswegen nutzen wir ihn. So. Du haust ein mystisches Art raus, dann hau ich ein Tempo-Modus-Art raus. So. Das ist nur die Frage, ob ich mich hier jetzt noch ein zweites Mal durchkämpfe, falls sie noch eine andere Szene bekommt. Aber ich denke mal, das wird sie. Ist ja bei Frederick und Cedric ja auch so. Von daher kämpfe ich mich jetzt gleich nochmal durch Ebene 3. Um zu gucken, was sie dieses Mal zu erzählen haben wird, nicht wahr? 220.000! Erfahrungspunkte, Leute. Erfahrungspunkte. Wir leveln so gut hier. Wow, you're pretty strong. That's another one down. Yeah, I guess. Okay, then let's head to the next. Right. So long! So, und wieder auf Ebene 3. Oh, you came to see me again. So, where are you from, Amber? Hmm? Why do you ask? No reason. I've just, never seen clothes like that before. A friend and I were fighting a battle before I was brought here. Oh, I see. So, you have a friend. We need to fight again, right? Let's go. Right. Now I'm really hungry. Wow, Ebene 4. Ich bin gut eine Viertelstunde oder so auf der ersten Ebene rumgeirrt, bis ich diesen blöden Teleporter gefunden habe. Die Feinde hier sind auch anstrengend. Es gibt diese blöden Wildschweine, die anständig umhauen. Es gibt diese komischen Dinger, die anständig umhauen. Es gibt diese Harpien, die anständig umhauen. Und diese riesigen Teddybären, die anständig umhauen. Es ist ein richtiger, du wirst umgehauen, Dungeon-Ebene-Dingens. Hier, man hört's vielleicht an meiner Laune. Ich mag Ebene 4 nicht. Nee, die ist voll doof. Voll doof. Item gibt's hier was, um Rüstung aufzubessern. Ich habe das seltenste davon auch schon gefunden. Das zeige ich euch nach dem Kampf dann. Also nach dem Bosskampf hier. Das heißt, theoretisch müsste ich hier nicht nochmal rein. Aber wir wissen ja, ich habe immer zwei Cutscenes bekommen. Von daher werde ich mich nochmal hier durchquälen. Und das bringt halt richtig gute Erfahrungspunkte hier. Richtig gut. Welches Level haben wir inzwischen? 89. Und ich sehe gerade, Elfenmixer reicht nicht. Wir brauchen noch 400. Noch 400. 300. Dann halt so. So, hello. Do you know this person, Pascal? Oh, that's no person. It's a turtles. Tortoise! Man, this is one weird turtles right here. I am not a weird turtles. How dare yous? This is the turtles we saw at the border fortress. I totally do not remember that. I will never forgive yous. I can solve riddles with my mind. My turtle's transport carries much cargo. I enjoy eating soft tofus. What the heck are you talking about? I'll have yous know. I can parallel parks my turtle's transport while taking a bath. You're not making any sense. Don't make fun of me, Cease. I'll destroy yous. I'll bury yous in the grounds. I'll show yous the power of a turtle's that's touched the darkness. Oh je, einfach, oh mein Gott, ein verrückter finster Turtles mit extra Turtles. Okay, denn das habe ich nicht erwartet. Kann ich dem was klauen? Nein. Oh, ich spiele doch fast klar, weil ich Sachen klauen will. Menno. Das ist ja gemein. Fieser Turtles, du. Vor allem hat er gleich einen Elf-Schub, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Yeah.
Kommt jetzt ein horror-mystisches Art? Nein? Okay, gut. Gut. Immerhin das. So, aber ich glaube, der sollte machbar sein, der Kampf. Wir haben jetzt auch gut gelevelt. Mit welchem Level hatten wir hier angefangen? Ich glaube, mit Level 79 haben wir das Spiel durchgespielt. Das heißt, wir haben schon 10 Level gesammelt in zwei Parts. Ist gut. Kann man sich definitiv nicht beklagen. So, wir könnten eigentlich mal wieder... Sherrias Tempomodus haben wir lange nicht gesehen. Schön die Zeit einhalten. Und dann hauen wir raus. Ach yeah, das ist so cool immer. Das ist so cool, wenn wir auch schon dabei sind. Kommt Pascal auch gleich noch, oder? Wenn schon, denn schon. Oh ja, das ist Pascal. Und zwar so richtig 100% Pascal ist dieser Move. So, oh Gott, diese riesige Schildkröte einfach. Kannst du bitte mal weggehen? Ja. Ich habe Angst, dass sie sich gleich trennen und in zwei Feinde aufteilen oder so und dann noch nerviger werden. Ja. Ich sollte vielleicht ein bisschen Abstand halten, wenn er so rumstampft. Bin mir nicht sicher. Ja, doch, Abstand klingt ganz gut bei dem Feind. Ah. Okay. Ja, aber schaffen wir. Schaffen wir. Kein Problem. Aspel, lebe bitte. Leben. Natürlich muss der Aspel jetzt nochmal sterben. Einfach nur, um zu demonstrieren. So, hey, der Boss ist doch ganz schön brutal. Ich bin gerade aus meinem Heilkreis rausgesprungen. I can't believe our baby Hubert got so strong. Please don't mention my past in front of everyone. Ich muss sagen, von den Erfahrungspunkten her, der Boss gar nicht so viel mehr gebracht als hier auf der Ebene hier. Everyone is mean to me. They say I'm different from other turtles. They tease me for it. That's sad. It is? They all calls me the Rotten Mabo Curry Boy. I'm not Rotten Mabo Curry, see? You're a rotten turtles, then? No! Look, I knows I ain't pretty. I knows that I'm an ugly turtles. But I'm still gonna flap my wings and fly some days. What? Oh, it's gonna totally happen! What's going to happen? The turtles is gonna turn into a swan! Woo-hoo-hoos! I is reborn in your face, haters! I is a swan now! You look the same. Hey, look! He molted! How cute! It's true. You have been reborn. No! This must have been a difficult journey. Congratulations! You really are a regular old weird turtles after all. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich ein zweites Mal da durchkämpfen möchte, nur wegen diesen Turtles. Aber ich werde es tun, für euch. Okay, diesmal bin ich super duper schnell durchgekommen. Das ist natürlich gut. So, you came back, did you? Well then, I'm gonna destroy yes! Wait, before you destroy us, I want to ask a question. Yes? What you want? Why can't people die here? Probably cause we're surrounded by elves, yes? Oh, nice. That's what I thought, too. Ja, okay, wunderbar, Pascal. Musst du so nicht mit diesen Turtles klären? Kannst du mich irgendjemand anderen fragen? Ich weiß nicht, meinetwegen Frederick oder Quaku oder irgendwen. Ich möchte mich nicht mit diesen Turtles unterhalten. Yes. Eigenartig. Ich will es nicht fies sein, aber nein. Einfach nein. Einfach nur nein. Nein, 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 nein. Don't toy with me! I won't hold back! I won't disgrace my...
Hat beim letzten Mal das Reisomelett nicht getriggert, weil wir jetzt so viel mehr Erfahrungspunkte bekommen haben? I remembers when I was a young little turtles. I drove as fast as the winds on my turtles transport. Das ist, schön für dich, Turtles. Mhm. Sehr schön für dich. So, das seltene Item von Ebene 4 ist, oh mein Gott, das muss ich nur finden in unserem Haufen hier. Oh mein Gott, wie soll ich das denn jetzt finden? Das war irgend so ein Stück Stoff. Irgend so ein Stück hellreiner Stoff. Ich glaube, hellreiner Stoff ist es, oder? Genau, daraus kann man das Schreinmaid-Gewand machen. Das machen wir jetzt mal. Wir machen gleich zwei, denn ich habe so im Gefühl, die könnten gut sein. Schreinmeidengewand. Hier. Oh meine Güte, sind die gut. Ja. Ja. Es tut mir fast schon leid, dass wir nur zwei haben. Sorry, Sophie. So. Oh, ich kann ja noch dualisieren. Dualisieren. So, ich würde allerdings sagen, dass wir den Party jetzt erstmal beenden. Bin jetzt nicht ganz sicher, wie lange es für euch ist, solches zusammenschneide, aber sollte lang genug sein. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit Ebene 6 bis 10. Woohoo! Also dann, ciao, ciao!